Gadget Fails. Was hat sich der Erfinder dabei bloß gedacht? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Format. Ich bin Andreas und du bist auf meinem Kanal Top 3 Gadgets. Wenn du neu bist, lass doch ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Alle Gadgets sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Shoebike. Ein Fahrrad auf Schuhen. Ist das Fahrradfahren oder noch Gehen? Wer solche Ingenieure hat, braucht sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Man nehme ein Fahrrad, tausche die Räder gegen ein halbes Dutzend Schuhe und fertig ist das Shoebike. Zwar ruckelt das Conti-Bike auf den Turnschuhen ganz gewaltig, aber die Bilder gehen um die Welt. Die Conti-Techniker haben die Speichen und Felgen jeweils durch 6 Turnschuhe ersetzt, die an einem stabilen Hohlträger befestigt sind. Die Schuhgröße der Treter macht es möglich, dass sich die 6 Schuhe fast berühren und so annähernd eine Lauffläche bilden. Allerdings ist die Lauffläche auch irgendwie übertrieben. Denn im Video zeigt sich, dass der Fahrer nun doch jeden Schuh einzeln spürt. Der Sattel den Fahrer kräftig durchschüttelt und das Fahren eher an das Hoppeln eines Pferdes erinnert. Den Fahrkomfort des Shoebikes kann man getrost als miserabel bezeichnen. An schnelles Fahren bzw. Gehen ist nicht zu denken. Apropos Fahren, kann man das überhaupt noch Fahren nennen oder ist es denn doch eher mechanisches Gehen? Egal was es nun am Ende ist, die Contis haben auf jeden Fall für großes Aufsehen gesorgt. OneBill. Die Klingel für Fußgänger und Läufer. Vor allem Stadtläufer kennen das Problem. Während man durch Häuserschluchten und Parks läuft, trifft man immer wieder andere Passanten, die einen oft nicht kommen hören. Ehe man sich gefährlich nah an anderen vorbeischlängelt, kann man ganz einfach akustisch auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel mit der OneBill. Die Klingel wird wie ein Ring auf die Hand gesteckt und erzeugt mit einer einfachen Bewegung des Daumens einen Klingelton. Hochwertiges Messing sorgt für einen hellen, gut wahrnehmbaren Ton, mit dem man sich ganz einfach ankündigen kann und so unnötige Kollisionen mit Spaziergängern vermeidet. Ich finde die Grundidee ja gar nicht schlecht, aber da ich selber Läufer bin, bezweifle ich, dass sich das durchsetzen wird. Metalldetektorsandalen. Ab jetzt ist die Schatzsuche beim Spaziergang möglich. Nächstes Jahr ist Urlaub hoffentlich wieder möglich und mit ihr auch die Urlaubszeit mit Strand, Meer und viel Freizeit. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, die Metalldetektorsandalen auszupacken. Die Schlappen kommen an die Füße, ans rechte Bein wird der Sensor per Kleppband montiert und der romantische Strandspaziergang kann beginnen. Den Tateinhalt mit Schatzsuche versteht sich. Im rechten Schuh ist eine Spule untergebracht, die Elektronik am Bein wertet das Signal aus. Erkennt sie Metall, leuchtet eine LED. Zusätzlich gibt das Gerät einen Laut von sich. Wer die Stimmung nicht zerstören möchte, kann auch auf den dezenten Vibrationsalarm setzen und später nach Münzen, Schlüsseln oder der Goldkiste von Jack Sparrow persönlich buddeln. Stilecht passt dazu der Karton im Schatzsuchlook, in dem die Spezialschuhe geliefert werden. Diese Gadget-Schuhe kosten knapp 70 Euro. Wie fandet ihr die Gadgets? Schreibt es mir in die Kommentare. Zusätzlich habe ich euch noch meinen Geheimtipp in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr hier ein kostenloses Abo dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.